Ja, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier zurück in Hannover City. Leute, heute haben wir was richtig Geiles für euch, und zwar in letzter Zeit ist ja der Support heftig krass und ich dachte mir, heute geben wir den Leuten was zurück. Es gibt ja viele Obdachlose hier in Hannover, Leute, und deswegen dachte ich mir einfach auf Ehre, es gibt ja aktuell gerade diesen Meckes-Gutschein, Kalender, dies und das. Ich dachte mir auf Ehre, Leute, holen wir uns richtig viele Chicken Nuggets und verteilen die mal einfach hier in Hannover. Das ist eigentlich eine geile Aktion, Leute. Ich bin gespannt, wie die Leute auch reagieren. Ob die weinen, ob sie sich freuen, ob sie mich umarmen oder ob sie mir einfach nur einen Check geben. Wir sehen uns dann im Video. Ich würde sagen, let's go. Jetzt wird's Feuer, Digga. Jetzt ist Feuer. Ja, Junge, ich muss alles einzeln. Guck mal, geht nicht hier. Als ob ich jetzt alles einzeln angebe, Digga. Ich gehe einfach Kasse, ich hole mir 20 Stück. Wir haben jetzt einen Kassenbon. Auf jeden Fall 20 mal 4 mal Chicken Nuggets. Bruder, ich muss sagen, full, Digga. Let's go, gehen wir die verteilen. Leute, zwei Tüten voll. Ich würde sagen, wir fangen an jetzt die zu verteilen. Ist auf jeden Fall ein geiles Experiment. Sollten vielleicht öfters Leute machen. Und sollte ich auch selber vielleicht auch mal öfters machen. Ich würde sagen, let's go, wir suchen den erst. Wir haben ja so ein Schild stehen, ne? Mit ich habe Hunger. Und ich habe ihnen was mitgebracht. Chicken Nuggets, lecker. Genau, ich habe ein paar mitgebracht. Ja, damit kann ich mich totfressen. Genau, dann haben sie ein bisschen was auf jeden Fall. Wir verteilen nämlich heute ein paar, ne, es kostet ja 1 Euro, heute verteile ich auf jeden Fall ein paar. Und ich hoffe, sie freuen sich damit auf jeden Fall. Ja, ja? Perfekt, super. Einen guten Abend, ich bin hier. Sie natürlich auch noch was mitgebracht. Heute ist ja so eine Challenge und ich habe sie schon öfter gesehen, deswegen habe ich ihnen heute auch was mitgebracht natürlich. Und ich hoffe, sie haben auch Hunger, ein bisschen. Dann gebe ich ihnen natürlich was. Und ich wünsche ihnen auf jeden Fall guten Appetit. Und ich hoffe, sie gehen immer weiter, ne? Auf jeden Fall. Darf man auch fragen, warum sie obdachlos geworden sind oder warum das so passiert ist? Aber ich wünsche Ihnen viel Glück und guten Appetit, ne? Perfekt. Ja. Legen wir doch was hin, ne? Ich habe ihnen was mitgebracht. Zu essen. Ja. Einfach so. Also, ich habe sie gesehen und deswegen habe ich einfach mitgebracht für sie. Danke. Bitte schön. Und ich wünsche ihnen einen guten Appetit. Ne? Ja. Und ich hoffe, sie kommen schnell wieder nach vorne und raus. Ne? Perfekt. Ciao, ciao. Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen und vielleicht ein bisschen zum Überlegen gebracht. Wie gesagt, wir haben heute auf jeden Fall, glaube ich, 5 Leute gefunden,
denen wir was zurückgeben können. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Müsst ihr auf jeden Fall auch mal machen. Ich meine, jetzt wird es auch immer kälter. Und vielleicht kann man mal, wenn es einem gut geht, Leute, dann versucht auf jeden Fall was zurückzugeben. Und ja, wir haben heute auf jeden Fall 5 Obdachlose sehr, sehr glücklich gemacht. Und deswegen würde ich sagen, bleibt weiter aktiv, abonniert den Kanal, haut rein.